meine Damen und Herren. Schön, dass Sie da sind. Das ist unsere Weihnachtsausgabe. Zwei Tage vor dem 4. Advent, vier Tage vor Heiligabend. Und wir haben ordentlich geschmückt. Hier ist schon ordentlich was los. Es wird aber nicht nur gesungen, es wird auch gesprochen, denn wir haben eine Talkshow. Meine Gäste heute Abend. Heute, das muss man sagen, geht ein Stück Fernsehgeschichte zu Ende. Ungefähr 200 Meter von hier, wenn überhaupt, fällt die letzte Klappe der Lindenstraße. Jetzt, in diesen Minuten. Und zwei, die sie geprägt haben, diese Serie, diese erfolgreiche historische Serie, und die geprägt worden sind von ihr, die sind heute da. Der eine dreht noch, aber sie ist da. Marie-Louise Maja, Mutter Weimar. Herzlich willkommen. Moritz Asachs wird gleich noch kommen, wenn er fertig ist mit dem Arbeiten. Aber ich mache mit dem nächsten Gast weiter. In den vergangenen 8 Jahren spielte er sich in die erste Reihe der deutschen Schauspielkunst und wurde weltweit beachtet. Mit ihm rede ich heute über Heimat, über Musik und über Schweinefleisch. Jonas Ney, toll, dass du da bist. Er ist der kochende Hans Dampf in allen Gassen und er rast hin und her zwischen seinen Restaurants, dem Fernsehstudio und zahlreichen Bühnen dieses Landes. Ich freue mich auf Steffen Hensler. Vor 25 Jahren reiste sie als Touristin nach Indien und blieb. Sie änderte ihr Leben und versuchte, Gutes zu tun in diesem Land. Seit einigen Jahren arbeitet sie in Nepal, in einem Land, das noch viel, viel ärmer ist als Indien, immerhin ein Schwellenstaat. Und was sie da erlebt hat und was sie dort zustande bringt, das erzählt uns heute Stella Detjen. Ich freue mich sehr. Wir kennen und schätzen ihn als Moderator, als Komiker, als Schauspieler und als begnadeten Let's Dance-Tänzer. Muss man auch noch mal eben erwähnen. Ingolf Lück, toll, dass du da bist. Ich glaube, was du am allerbesten kannst, ist kochen. Steffen Hensler ist da. Ich meine, da kann ich nicht sagen, ich kann kochen. Ich koche gerne. Also es ist schon, ich habe jetzt heute die Rouladen schon für Heiligabend gekocht. Ja, und die werden natürlich eingefroren und so weiter. Ich mache das so ganz traditionell. Ich brate die an und dann lasse ich die so drei. Ich hasse Schnellkochtöpfe zum Beispiel. Also, das kann ich nicht haben, sowas. Weißt du, es muss auch halt seine Zeit. Braucht seine Zeit. Ich muss jetzt mal ganz kurz sagen, meine Damen und Herren, wir haben eben noch gewartet auf Moritz Asachs, der ja gleich kommen wird. Ja, und da hat er erzählt, dass er seine Rouladen in einem Schnellkochtopf macht. Deswegen brüllen jetzt hier alle vor Lachen und so. Ja. Aber es geht eigentlich heute mit dir um die Bilanz dieses zu Ende gehenden Jahres. Und da ist meine ganz schlichte Frage, was war denn dein am besten gelungenes Gericht? Am besten gelungenes. Ja, jetzt muss er lange nachdenken. Ja, das ist wirklich wahnsinnig schwierig. Also Rouladen. Ich habe in diesem Jahr eigentlich ja. Rouladen. Ja, natürlich, selbstverständlich. Ich hab ja eigentlich mehr gebacken in diesem Jahr. Das heißt, ich war ja im Finale des großen Promi-Back-Wettbewerbs. Du bist gerne in Finalen, ne? Ich bin gerne, ja. Ich bin so ein Turniertyp. Das heißt also. Ein Turnierpferd. Ja, ich fange irgendwie an, kann nix. Und dann lerne ich. Ich lerne sehr schnell. Das war als Kind immer schon so. Ich habe einfach Sachen schnell gelernt. Und das ist ganz gut bei mir. Also, im letzten Jahr war ja der größte Erfolg. Also Moment, dein Spezialgericht beim Backen, Torte, wo du alle mit umhaust? Oh du, ich habe zum Beispiel gewonnen, die Macarons, die wir machen mussten. Die sind ja unglaublich schwierig. Die Teige sind wahnsinnig schwierig herzustellen. Und da habe ich so einen Macaron-Garten gemacht, aus so Pilze, aus dem Biskuitboden habe ich dann den Boden gemacht und so weiter. Und das war ein großer Erfolg, weil Macarons sind schon lecker. Sind schon richtig lecker. Ich finde das schön, wenn man am Ende des Jahres von seinen Erfolgen erzählen kann. Mach weiter. Ja. Das war ein schönes Jahr. Und Erfolge zum Beispiel, das Schönste in diesem Jahr für mich als Fußballfan, das war, dass keine Weltmeisterschaft war. Das ja, stimmt natürlich. Weil es war ein Sommer ohne Leid. Ja, man musste nicht leiden, man konnte den Sommer genießen. Es war keine WM, es war keine Europameisterschaft. Herrlich, oder? Das Und da wird 2020 anders sein, ehrlich. Ja. Da kommt einiges auf uns zu. Ja, da haben wir ja die Todesgruppe. Ja, da haben wir ja die Portugiesen, die Franzosen, also Weltmeister, Europameister und noch eine vierte Mannschaft, die jetzt dazukommt. Ja, wir bleiben aber auf der nationalen Ebene und reden jetzt nicht über den 1. FC Köln. Das möchte ich heute nicht. Es soll eine sehr schöne Sendung werden. Wir können aber über den 1. FC Köln reden, weil er ja zweimal hat doch gewonnen.
Ja, der Kölner, der FC Köln hat zweimal gewonnen. Das wird aber nichts nützen. Doch, das wird ihm was nützen. Also die erste FC Köln, und ich bin Arminia Bielefeld-Fan, das wissen ja die meisten. Und das Schönste ist natürlich auch, dass Arminia Bielefeld jetzt Herbstmeister in der zweiten Liga geworden ist vor Hamburg. Und bitte was? Ich habe gerade die Zugang. Ach so, okay. Nein, aber der erste FC Köln, der hat die tollsten Fans der Welt. Das muss man einfach sagen. Und ja, oder? Das wird alles wieder, wird alles werden. Okay, mein Lieber, gucken wir mal so über das private Wetten, das Sportliche weg. Da ist ja erstmal die Frage, was hat dich in diesem Jahr politisch bewegt? Ich muss sagen, Brexit. Ja, Brexit. Ich meine, was ist das? Nein, also Brexit, das ist ja im Grunde das Wort des Jahres. Es gibt sogar, gestern war ich auf einer Party, wir haben ja eine Sendung gemacht, die jetzt im Anschluss an diese Sendung läuft. Und da haben wir noch einen Kölsch getrunken. Und da hat jemand gesagt, das Wort des Jahres ist im Grunde Brexit. Brexiten ist, wenn du auf eine Party kommst und sagst, ich will eigentlich gleich wieder gehen, aber bleibst bis ganz zum Schluss. Ja. Ja. Wobei, es ist schon erstaunlich, dass wir kennen das ja mittlerweile aus der Gegenwart, dass ein ganz klarer Lügner eine demokratische Wahl gewinnt. Ja, das muss man auch mal sagen. Ne? Wobei, es ist genauso erstaunlich, dass ein Scheuer immer noch Minister ist. Ja, Scheuer, das wird sich aber jetzt in den nächsten Tagen auch entscheiden. Diese Mautgeschichte, da wird ja irgendwie nicht rauskommen. Und die E-Roller ist ja auch das Schlimmste, was er jemals entschieden hat. Ja? Also ich meine, das ist das Schöne, weil den E-Rollern, die hassen ja alle. Ja, und letztlich nutzt das wahrscheinlich für den Autofahrer. Gibt es in Lübeck auch E-Roller, E-Scooter? Ja, und ich bin einer der wenigen Menschen, der sie auch ab und zu nutzt. Ja. E-Roller sind echt Quatsch, aber es gibt so eine Verbindung nach Berlin über Büchen und die fährt bei uns in einem Stadtteil ab, wo man mit dem Bus eigentlich überhaupt nicht mehr hinkommt und schon gar nicht mehr wieder zurückkommt. Ist da auch die KVB? Ja, ja. Kölner Verkehrsbetriebe, da kommt man auch nie irgendwo hin. Ja, aber mit einem E-Roller, die stehen nämlich da in diesem Stadtteil, komme ich dann immer noch, da haue ich dann so diesen riesen Koffer, den ich mir dabei habe, noch vor mich, so vor den Lenker und damit komme ich noch nach Hause. Insofern bin ich wahrscheinlich einer der wenigen, der es nicht als Tourist, sondern wirklich effektiv auch nutzt. Und du kannst ja auch nicht abbiegen mit E-Rollern. Das heißt also, du kannst ja nicht rechts und links, dann fällst du um. Aber probier mal so einen riesen Koffer auf dem Fahrrad zu kriegen. Ja, das ist auch Aber mit dem Brexit ist natürlich auch so, klar, Boris Johnson hat irgendwie gesagt, okay, get Brexit done. Und dann haben alle Leute gesagt, okay, was du uns eingebrockt hast, sollst du jetzt auch auslöffeln. Deswegen haben sie ihn gewählt. Und man hat ja heute jetzt aktuell gesehen, er hat ja im Unterhaus die Mehrheit. Klar. Und es ist ja jetzt heute kein Gesetz durchgekommen, sondern es ist ja der Vorschlag eines Gesetzes für die Ratifizierung eines Vorschlagsgesetzes ist durchgekommen. Ja, das heißt, im Januar kommt dann die Ratifizierung des Vorschlaggesetzes für den Vorschlag nochmal, dann geht es nochmal ins House of Lords und dann können die zum 31. Januar raus aus der EU, dann passiert aber im Jahr 2020 erstmal gar nichts. Ja, dann wird erstmal gar nichts passieren. Da fällt mir aber gerade ein, Jonas Ney, die Serie Deutschland 83, 86, 89 war bei RTL eigentlich ursprünglich angedacht und gesendet, wurde aber durch Amazon weltweit gesendet und in London fuhren die Doppeldeckerbusse mit deinem Konterfei. Genau, und in England, also das war dann Channel 4, hat es da gesendet, genau, und senden das auch immer noch. Und da ist es sehr erfolgreich gewesen. Also da ist ganz lustig, wenn ich in London bin, kann ich kaum aus der Tür gehen vom Hotel und dann werde ich von irgendwelchen Leuten angesprochen. Und in meiner Heimatstadt kennt mich immer noch keine Sau. Das ist ja so ein dieser Wahnsinn sein. Das ist ja so ein Gefühl wie Sex in the City, weißt du, wenn Carrie Bradshaw immer ihr Bild so auf dem Bus sah und so. Das ist schon krass. Aber mit dem Brexit weiß ich nicht, ob die Busse jetzt ausrangiert werden. Also ein Europäer auf dem Bus, das ist nicht so richtig schön. Was hat denn eigentlich, aber ich meine Österreich, weil auch nicht, die sind ja gerade mal an einem Politiker vorbeigekommen. Ja, Österreich natürlich, selbstverständlich Österreich und vor allem, das war ja skandalös, vor allem in der Hauptstadt von Österreich, in Ibiza. Ja, also das war. Ich meine, die Ibiza, Sie erinnern sich, ja, also ein paar echte, bekokste österreichische Politiker versuchen für ein paar Rubel aus der Hand einer gefakten russischen Oligarchengattin die Nachrichten zu manipulieren. Ja? Das ist ja wie in den USA. Ja, es ist also soweit alles ganz normal. Ja? Aber das Schlimme war ja, dass Heinz Strache, also der Hauptdarsteller, dass der eben halt die Regierung verlassen musste. Und da haben alle gesagt, Österreich, wieso musst du jetzt die Regierung verlassen? Ja? Und seitdem sind die dann so verunsichert und sind jetzt immer noch mit der Regierungsbildung beschäftigt. Ja, das kann dauern, aber das kennen wir ja eigentlich auch. So ist ja mal nicht. Was hat denn den
in Anführungszeichen, Mann auf der Straße bewegt in deinen Augen in diesem Jahr, mal weg von der Politik? Das ist... Vor einem Jahr waren wir noch ganz, vor einem Jahr wurde Klima nicht so diskutiert wie dieses Jahr. Ja. Jetzt? Ja. Ja, um ganz weit weg aus der Politik zu kommen. Ja. Ich will auf die Spur der Frau des Jahres. Achso. Na, ich finde es ja also sicherlich auf einer Seite finden wir es gut, dass sich die Jungen, und da ist auch egal, warum die jetzt am Freitag nicht zur Schule gehen, aber die demonstrieren dafür und die demonstrieren und schaffen sich wirklich eine Stimme und das ist toll. Ne? Und wir haben beispielsweise eben, wir wissen ja, dass Greta Thunberg ist ja mit der Yacht nach New York gefahren, ne? Und damit sie nicht fliegen musste. Und wie sie zurückgekommen ist von New York, das weiß niemand. Aber wir haben heute Abend in der Sendung, das darf ich exklusiv versprechen, haben wir den Mann, der Greta Thunbergs Yacht Malisa zurückgerudert hat. Ja, und zwar ganz alleine. Gerudert? Ja, der hat ganz alleine gerudert, weil dann ist er aber noch unterwegs. Na, der ist unterwegs und kommt aber heute Abend, kommt er in Duisburg im Rheinauhafen an. Und da schalten wir hin. Ja? Okay, wir sind gespannt. Wir dürfen gespannt sein. Kann ich ehrlich versprechen. Immerhin Satz des Jahres, how dare you? How dare you? Ja. Satz des Jahres? Ja, würde ich sagen. Okay. Auf jeden Fall. Das kann man. Übrigens, ihre Mutter von Greta, die war ja schon Sänger, ist ja Sängerin. Und die hat ja schon mal beim Grand Prix Eurovision de la Chanson, da hieß das noch so, hat die den 21. Platz belegt. Oh, die ist doch Opernsängerin. Ja, die ist Opern. Und hat aber da mitgemacht. Hat gesungen, einen Titel, der heißt La Voix, glaube ich. Und als sie den gehört hat, dass sie nicht den ersten Platz hat, hat sie auch gesagt, how dare you? Und das hat die Tochter jetzt wieder benutzt. Steffen, was war für dich das Ereignis des Jahres? Du, sag einfach ich. Nee, Gott bewahre, nee, da sind so viele Sachen, also privat extrem viel, jobmäßig, boah, was ist das Ereignis des Jahres? Nur privat bitte. Nur schwierig, also ich glaube, ich habe nicht dieses eine Ereignis, kann ich dir nicht sagen. Nee, es sind so viele Momente gewesen, die mich... Dann war es ein gutes Jahr. Glücklich, ja, total. Also persönlich muss ich sagen, ich hoffe, dass 2020 wieder so wird. Also war ein sehr sensationelles Jahr. Wenn man das sagen kann, wie war das bei entspannt. Stella? So ähnlich. Das war ein wirklich gutes Jahr für Back to Life, also für mich. Mein persönlich glücklichstes Erlebnis war das 1000. Baby, das in unseren Geburtshäusern geboren wurde. Ja. Das ist eine stattliche Zahl. Ja. Wenn man sowas hat. Und es sind jetzt schon mehr. Also, aber das war schon was Besonderes. Das war ein Meilenstein für uns. Ja, weil oben in Bergen ist das nicht so einfach. Ja, ja, das kann man sich vorstellen in Nepal, im Himalaya. Genau. Marie-Louise, für dich geht es ja ein bisschen traurig zu Ende. Mit dem Ende der Lindenstraße ist so ein Kapitel abgeschlossen. Gehst du dann traurig in die Weihnachtstage, oder? Ja, also es ist ja wirklich also 34 Jahre, das ist ja ein riesiger Lebensabschnitt. Allerdings. Wenn man bedenkt, dass manche Kinder bei uns mit 3, mit 4 angefangen haben. Meine Lea zum Beispiel, meine Enkelin, die war 4 Jahre alt, als sie in die Lindenstraße kommen. Jetzt rechne mal mit 34 Jahre dazu. Das schaffe ich. Also sie ist erwachsen geworden. Sie hat einen Beruf erlernt, neben den Dreharbeiten. Ja. Wie Moritz Asachs, auf den wir ja noch warten, bei dem war es ja genauso. Der ist mit 7 in die Lindenstraße mit 7, gekommen. Der Moritz ist mit 7. Er sah so ganz jung aus. Und wenn ich jetzt Bilder sehe, dann denke ich immer, Gott, war das ein süßes Kerlchen. Ja. Einmal ist er so kräftig geworden. Ja, richtig Mann. Ja, mein Sohn. Werden wir gleich sehen. Wir hoffen, dass er bald rüberkommt. Ja. Was mich ja, du hast deine Eltern... Die sind 93 Jahre, was dein Vater angeht, und 90, was deine Mutter angeht. Ja. Hast du von denen deinen Optimismus und dein Temperament? Ja, von meinem Vater den Optimismus und von meiner Mutter das Temperament, würde ich sagen. Weil mein Vater wird 93, meine Mutter ist 90. Die wohnen zusammen noch, also wirklich ohne Hilfe. Scheidung in dem Alter macht ja auch keinen Sinn. Ja, das stand das stand eh nicht an, weil die haben sich ja richtig lieb. Ja. Aber es ist so, meine Mutter ist quasi im Grunde, meine Mutter hält die ganze Familie zusammen. Und also Enkel und so weiter und Nichten und Neffen und alle. Und mein Vater ist mehr so, der ist mehr so technisch begabt. Also der ist unterwegs im Internet, guckt sich bei YouTube, guckt er sich Videos an von Anneliese Rothenberger oder Rudolf Schock und und WhatsApp zum Beispiel auch mit seinen Enkeln. Ist er auch bei Parship? Bei Parship, nein, das glaube ich nicht. Also da ist er, der ist ein treuer Kerl. Aber der wollte doch eigentlich auch in Künstlerberuf, was du gemacht hast. Ja. Das hat er zu der Zeit. Warum hat er das nicht gemacht? Mein Vater wollte Sänger werden. Also mein Vater wollte Operetten singen. Und aber damals zu der Zeit, er war ein junger Kerl. Mein Vater musste noch in den Krieg, war als 16-Jähriger noch in Gefangenschaft.
Und da war das nicht angezeigt. Aber meine Eltern haben sich in einem Meisterchor kennengelernt. Mhm. Und mein Vater singt heute noch manchmal im Chor. Und ja, also ich habe es dann wahrgemacht, wahrmachen können, wahrmachen dürfen. Obwohl das, du kannst dir vorstellen, für Eltern nicht so einfach ist. Das heißt, du hast dann dafür gesorgt, dass dein Sohn zum Gymnasium gehen konnte, dass er dann studiert hat. Und dann ist er fertig und steht vor Karstadt und jongliert mit drei Bällen. Na, das ist eine, ja, das ist erstmal nicht so einfach. Da muss man erstmal, aber mittlerweile haben sich meine Eltern dran gewöhnt. Ja, ich mache das schon seit über 40 Jahren und mittlerweile sind sie ja nicht nur bei Karstadt. Ja, ja, eben. Dann ist jetzt aber vielleicht bald wieder, aber dann sage ich vorher Bescheid. Dann nimm 5. Ja. Also jedenfalls bei denen gehen würde ich sagen, ich freue mich auf die nächsten 30 Jahre bei dir. Tanzt du noch? Ich tanze nicht so viel im Moment, also weil das ist, du kannst ja immer nur zu zweit tanzen. Das ist, Jonas, guckst du inzwischen einfach Fernsehen oder auch immer noch nicht? Sehr wenig. Hast du denn inzwischen einen Fernseher? Nee, aber ich gucke immer wieder Formate in der Mediathek, aber ich bin jetzt kein linearer Fernseher. Okay, weil er hat ja Let's Dance gewonnen im vergangenen Jahr. Das habe ich mir jetzt vorher auch mal angeguckt, also die Shrek-Nummer, die hat mich wirklich beeindruckt. Ja. Muss ich mich kaum verkleiden. Ich habe mich jetzt auch vorbereitet. Ja, aber ich habe trotzdem, ich habe alles natürlich von dir gesehen. Also das alles, ist, ja, das, ja, ist, das, ja, das ist jetzt unfair. Von das ist jetzt menschlich. Nein, das ist das jetzt. Aber ich meine, die Serie habe ich natürlich dann auch, Gott sei Dank, ich habe sie dann auch streamen können, ja. 83, 86, und das war wirklich ganz, ganz große Klasse. Du meinst Deutschland 83, ja. Ja, ein wunderbarer, großartiger Moment, Schauspieler. Noch ein Tipp für die Weihnachten. Zurecht in London auf den Bussen, würde ich sagen. Ja. Auf jeden Fall. Ingolf, schöne Weihnachten für dich. Danke, dass du da bist. Wir sprechen uns gleich mal. Freue mich sehr. Jetzt müsste ich mal eben gucken, ob Moritz Ersatz verlangt werden, direkt von der Lindenstraße. Kommen kann. Bitte. Hast du es geschafft, mein Sohn? Ja, ja. Entschuldigt bitte die Verspätung. Lieben Gruß vom ganzen Team drüben. Wir sind wirklich vor 3 Minuten fertig geworden. Es gab Konfettiregen. Ich habe mein Geschenk noch in der Hand. Es gab ein wenig ange. Die letzte Klappe nach 34 Jahren Lindenstraße ist gefallen. Ja, ganz genau. Und wie ist die Stimmung im Team? Die sind jetzt hier drüben. Ihr werdet auch gleich schon rübergehen und den Abschied mitfeiern. Das muss man ja, nun tatsächlich. Ja, wie ist die Stimmung drüben, Marie-Louise? Ja, es war ergreifend, berührend und natürlich auch traurig. Also heute wurden 5 Leute verabschiedet. Gestern wurden 4 verabschiedet. Unter anderem du heute, nicht wahr? Ja, ja, ich auch. Ja, ich auch, ja. Und den Tag davor waren es, glaube ich, 3. Also es werden jeden Tag, wenn die Rollen zu Ende gespielt sind, dann ist abgedreht. Und dann wird jeder Einzelne wird verabschiedet von Hans und Hanna. Und das ganze Team steht drumherum. Und dann sagen alle Dankesreden an das Team. Und eben auch an Hans Geisendörfer oder an die Kollegen, mit denen man gespielt hat. Aber da hat es doch bestimmt auch Tränen gegeben. Aber wie? Och, die haben alle geweint. Aber ich muss gestehen, ich auch. Es war also so berührend. Also ich hatte mir vorgenommen, nein, ich weine nicht. Aber ausgerechnet heute hatte ich eine sehr emotionale Szene mit Anna. Ja. Und die war genau davor. Und dann war die zu Ende und dann war das unsere gemeinsame letzte Klappe. Und da mussten wir beide einfach, ja, da flossen die Tränen. Da war nicht mehr zu halten. Ja, das ist klar. Und das Klatschen hörte nicht auf. Das muss man sich ja, du hast es eben schon so angedeutet, so wenn man 34 Jahre in dieser Fernsehfamilie ist, das ist das Leben ja bestimmt davon. Das ist ja ein halbes Leben fast. Ist ein halbes Leben, die ganze Generation. Wie ist denn deine Vorstellung vom Leben ohne Mutter Beimer? Das kannst du jetzt abstreifen. Ist es auch eine Befreiung oder? Naja, also jetzt wollen wir mal professionell sprechen. Ich habe ja 20 Jahre Theater gespielt. Und wenn ich eine Rolle gespielt habe und wenn sich die Vorstellungen gespielt sind, dann ist das zu Ende. Ja, aber 34 Jahre, Marie-Louise. Das ist was anderes. Ich wollte nur das betonen, dass man da anders mit umgeht wie die ganz jungen Leute. Also die nicht diese Theatererfahrung haben und auch nicht diese viele Arbeit mit dem Theater und ich mit habe den Rollen. Ich habe ein Interview von dir gelesen, da hast du gesagt, gut, das geht zu Ende, aber jetzt gehen neue Türen auf. Und ja, ich finde, wenn eine Frau, ich darf es sagen, Marie-Louise, kurz vorm 80. sowas sagt, jetzt gehen neue Türen auf. Das finde ich super. Ja. Klar. Bei dir, Moritz,
ist natürlich noch was anderes. Du konntest vorher nicht 20 Jahre Theater spielen, weil du mit, ich glaube, mit 7 Jahren in die Lindenstraße gekommen bist. Ja, das wäre etwas kompliziert. Ja. Das heißt, im Grunde genommen ist dein Leben wirklich bestimmt von dieser wirklich interessantesten und besten deutschen Fernsehserien überhaupt. Das ist ein Teil von dir. Ist ein Teil von mir. Ich kann mich halt nicht erinnern an eine Zeit vorher. Deswegen ist das Ganze auch extrem erschreckend für mich natürlich, dass das jetzt zu Ende geht. Auf der anderen Seite habe ich aber auch immer wieder das Gefühl, es ist wie so ein Mühlstein manchmal, der jetzt so weg ist, dass man einfach, ne, ich kann mir die Haare schneiden. Eigentlich wollte ich gerne noch die Zeit haben, mir Irokesen zu schneiden. Ich habe mir immer geschworen, wenn ich mal nicht mehr drehe, habe ich keinen Anschluss, ich schneide mir einen Irokesen. Es hat sich nicht wirklich gelohnt, aber hätte es euch getan. Aber ich werde mich jetzt an das gewöhnen müssen, was Normalität ist natürlich in unserer Branche, für uns mit 34 Jahren weniger. Das können, glaube ich, die allerwenigsten Schauspielkollegen können das überhaupt nachvollziehen, dass das schwierig für uns ist, weil man wechselt ja ständig und macht was Neues. Vielleicht sucht man sich deswegen diesen Beruf ja auch aus. Viele haben uns ja auch verlassen, um was anderes zu tun, ne, weil es ihnen unruhig wurde in der Lindenstraße. Aber in meinem Fall und im Fall der anderen Kinder, über die Paul-Ise eben ja schon gesprochen hat, da habe ich schon gelauscht beim Verkabeln, für die ist das natürlich schon eine ganz besondere Erfahrung, dass das jetzt zu Ende geht. Ne. Insbesondere eben für Anna-Sophia oder Cosima oder mich, die wir als Kinder, oder Sonje natürlich mit 28 Jahren, die Rolle Lisa, die ja auch seit ihrem 9. Lebensjahr dabei ist. Das ist schon irgendwie schräg. Ja, du warst 7 Jahre alt. Das heißt, so wie wir Mutter Beimer, darf ich jetzt noch mal sagen, einschätzen, hat sie sich auch sehr um dich gekümmert als dein Fernsehsohn. Hat sie, definitiv. Und ich habe mir zum Beispiel heute Mittag, als die Reden gehalten wurden, meine Rede für Marie-Louise noch aufgespart. Die muss ich gleich noch halten. Und mein eigenes Dank ans Team habe ich eben auch nicht ausgesprochen. Aber da wird schon was kommen, was sie halt immer gemacht hat. Und das gilt nicht nur für mich. Als ich dann ein bisschen rausgewachsen war und Klaus ist ausgezogen aus der Wohnung mit der Mutter, kam ja Lea nach. Dann hat Anna-Sophia die Zuwendung auch bekommen. Und du hast immer die jüngeren Kollegen ja auch außerhalb des Sets, nicht nur Tipps und Geschichten vor Ort, sondern auch außerhalb mitgenommen. Roter Teppich, Marie-Louise wird eingeladen und wir können lernen oder konnten lernen dann die jungen Kollegen, wie ist das eigentlich, wenn so ein Profi einmal mitnimmt, man wird an der Hand genommen, vielleicht benehmen sich deswegen alle jungen Schauspieler von uns einigermaßen gut, aber es ist jedenfalls ihr Fleiß und vor allen Dingen auch ihre unermüdliche Arbeit an uns, mit uns und mit dem Team, die das auch ermöglicht. Das heißt, du hattest eigentlich... Ja, ein Applaus jetzt. Ich versuche mir das vorzustellen, wenn ich mit 7 Jahren und zwar regelmäßig da bin. Du hast die Schule besucht, bist aber dann immer hinterher zum Drehen. Das ist ja nicht, was man einen Tag in der Woche macht. Das hat sich ja dran gehalten. Hattest du denn eigentlich das Gefühl, ich habe 2 Familien? Ich bin doppelt geborgen? Nein, es ist tatsächlich sogar umgekehrt. Ich war nicht einmal die Woche da, sondern eher alle 14 Tage. Ich hatte in den ersten 1-2 Jahren um die 30 Drehtage. Die sind dann ungefähr 3 Stunden lang. Das darf man ja beim Gesetz auch nicht. Kinder, war eher so wie ein Sportverein, den man jede zweite Woche wegen Keuchhusten nicht besuchen kann. Vom Aufwand her. Was natürlich auf der anderen Seite kam, war diese enorme Bekanntheit, die wir in den 80er Jahren hatten. Das war ja unglaublich, was da auf uns eingestürzt ist, auf Mikas Kind auch. Und deswegen hat mich das natürlich im Alltag sehr begleitet. Aber es ist familiärer geworden, eher mit den Jahren. Und man kann ja auch, inzwischen sind wir gut befreundet. Aber es ist entstanden natürlich von einer erwachsenen Frau und ein Kind. Die Beziehung ist natürlich eher familiär als rein freundschaftlich zu Beginn. Das entwickelt sich dann nach und nach in eine andere Richtung. Ja, und ich habe mich immer so verhalten, dass er bloß nicht böse auf mich wird. Als ich ihm was sagen muss, dann denke ich immer, ich muss mich so verhalten, dass er mich immer noch lieb hat. Ich bin seine Mutter. Da muss man aufpassen, so ein kleines Kind registriert das. Und ich habe mir nie gesagt, wenn ich böse war. Wir haben uns einiges zu erzählen, merke ich. Ja. Ja. Ist es nicht auch doch ein Stückchen Befreiung, diese Mutter der Nation? Du wirst ja immer nur Mutter Beimer genannt, nicht Marie Marjan, die Mutter Beimer. Das dann doch jetzt mal abstreifen zu können. Naja, also... Was hat sie denn von ja, dir Ja, also eigentlich? Mutter der Nation, das ist ein Etikett. Das hat ja, wissen wir, wie es angefangen hat. Plötzlich hatten wir Leute den Titel Mutter der Nation von Thekla Gorola-Witt. Weißt schon, an Thekla Gorola-Witt. Inge Meisel war die erste. Dann die Drombusch, also die Witt. Ja. Und dann sollte ich es haben, dann dachte ich... Also, du hast dich aber durchgesetzt als Mutter Beimer, muss man aber jetzt mal sagen. Ja, also dann dachte ich, naja, das ist ein Etikett. Die Leute brauchen ja etwas, was sie anfassen können. Also warum brauchen junge Leute...
Leute auch Idole. Man muss irgendwas sehen, man muss sich richten können nach was. Und so, das empfand ich eher mehr so als Etikett, nicht so, dass ich das direkt bin, weil ich kann gar keine Mutter der Nation sein, weil ich ja von der Rolle abhängig bin. Wenn die Autoren die Rolle toll schreiben, dann sagt man gerne, oh, das ist unsere Mutter der Nation. Aber wenn sie jetzt ein Biest draus machen oder was Scheußliches draus machen, dann bin ich plötzlich nicht mehr die Mutter der Nation. Das heißt, ich bin von der Rolle abhängig. Wir sind ja, wir können jetzt offen reden, Marie-Louise. Du hattest ja sehr oft Rüschen an. Was bin ich? Du hattest sehr oft Rüschen an, an der Bluse. Ja, das ist wohl wahr. Ja. Ja, das ist nun mal so. Wenn man, als Mutter. Als Mutter. Wenn man also drei Kinder hat und die großzieht, dann geht die ganze Investition und auch der Sex und die Sinnlichkeit, jetzt geht alles in die Kinder. Nix für die Mama. Moritz, sind da völlig neue Aspekte, die aufgetan werden. Ja, und 80ern war viel Sex. Ja. Und, oder? Ja. Ja, natürlich. Ich finde auch Rüschen total sexy. Ah. Ja. Ja, kommt drauf an, wer da drinsteckt. Ja, ja, natürlich. Und der Witz hat damals gesagt, Mensch, Mutterbeheimer, zieh mal kurz einen Rock an, geh mal die Straße lang, hast ja nie Beine gezeigt. Na ja, und da fing das an, nach der Scheidung vom Hansemann. Dann plötzlich sagten die Kinder, ja, nun, Mama, nun gib doch...